Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Na, ihr habt es erraten, Game Dev Tycoon. Und ich habe über 5 Millionen verkauft und Lieutenant Klaus 3 geht richtig steil, ja. Eine herausragende Leistung hier. 262 Millionen, Freunde. Boom, 286 Diamanten verkaufe ohne Hilfe eines Publishers 10 Millionen eines Spiels. Ja, habe ich geschafft, ne? Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Leutnant Klaus 3. Guck mal, geht nochmal hoch. Alter, daran werde ich jetzt aber reich, ne? So, was können wir denn mal machen? Wir könnten mal ein paar Auftragsarbeiten durchgehen. Wir müssen mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen hier im Büro nach so einem krassen Hit, ne? Also, da können wir auch mal ein bisschen den Schlendrian hier Einhalt halten lassen, ne? So, trainieren können die nicht, weil ich nicht genug Forschungspunkte habe. So, er kann mal eben hier, ach Quatsch, nicht forschen. Er kann mal einen Spielebericht erstellen zu Lieutenant Klaus 3 und er macht das Ganze mal zu DT Klaus. Er trainiert, ach nee, kann ich ja noch gar nicht. Ich brauche mehr Punkte. So geht das nicht. So, da müssen die anderen halt dabei noch Auftragsarbeiten kloppen, aber nicht das. Das ist ein bisschen heftig. Wie gesagt, ich habe hinzugefügt, dass die Leute durchs Arbeiten auch leveln, ne? Macht ja auch irgendwie Sinn, so, ne? Die machen ja nicht wirklich immer nur das Gleiche. Vor allem nicht, wenn man Programmierer ist, da muss man sich, glaube ich, wesentlich öfter an neue Sachen gewöhnen als in anderen Bereichen. So, komm, haut rein, fertig. So, Auftragsarbeit, was haben wir noch? Nur den riesigen Film, Spielegrafiken, das können wir ja auch. Danach leiten wir mal die Urlaubszeit ein, er kann schon mal in den Urlaub. Leveldesign scheint wichtig zu sein. Okay. So, 18,2 Millionen Mal habe ich es verkauft und damit richtig krass Kohle gemacht. Ja. Ja, das ganze Team war doch, ist doch da dran. Aber ich glaube, das ganze Team war nicht da dran vorher, ne? So, 129.000 aufs Konto. Du gehst mal in den Urlaub. Du kannst mal trainieren. Was hat der denn? Der hat Technologie sehr viel, weil ich hätte es gerne noch ein bisschen heftiger. Geht hier oben nichts. 200 Forschungspunkte brauche ich dafür. Vielleicht kann der ja alleine hier so eine kleine Auftragsarbeit machen. Nee, das ist natürlich schlecht jetzt, ne? Trainieren. Geht das unten auch nur für Geld? Nee, nur 5 Forschungspunkte. Aber ich mache das trotzdem nochmal hier. Lasse ich immer trainieren, wenn der gerade eh da ist, ne? Aber ich hätte ihn auch was Krasseres trainieren lassen können eigentlich. So, Technologe ist er hier. Er trainiert auch nochmal was. So, was lassen wir ihn denn mal trainieren? Er ist auch Technologe. So, er trainiert mal. Er ist jetzt wieder da, ne? Komm, hau rein. Hau rein, wo bist du denn? Du Penner. So, da ist er wieder. Trainieren. Was kann der denn mal trainieren? Der ist Design. Machen wir mal hier den Designkurs. Ach, ich habe keine 30 Forschungspunkte, oh Mann. Oh, okay, dann müssen wir wohl Auftragsarbeiten finden. Gibt's was Neues? Nee, nur den krassen Film und in 8 Wochen sehe ich nicht, dass ich den da mal eben durchdrücke hier. Also, das werde ich nicht schaffen. Okay, dann soll er halt hier irgendwas Kleines trainieren. Design. Ja, Spieldesign für Piraten. Machen wir mal das hier. Was kann er hier noch trainieren? Er ist auch Technologe, also macht er mal... Boah, hier Geschwindigkeit muss ich mit ihm mal machen. Ey, er ist ja super lahm. 508, oder er auch hier, 187 nur. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch, ne? Gucken wir doch mal, ob wir noch hier... Gibt es Auftragsarbeiten neue? Nein, schade. Könnte ich den mal machen? Ja, gar nichts kann ich in der Zeit jetzt machen, während die noch trainieren, ne? Das ist natürlich jetzt schlecht. Hau mal rein hier, du Lappen. Haut mal rein. So. Komm, hau mal rein hier. Ich hätte gerne noch ein paar neue Auftragsarbeiten. Warum geht das denn nicht? Sonst muss ich jetzt warten, bis die beiden fertig sind. Okay, er ist fertig. Da müsste er eigentlich auch jederzeit fertig sein. So, wir werden mal ein neues Spiel entwickeln. Ne? Für alle machen wir mal. Und es wird ein Zombie-Action-Spiel. Ne, ein Zombie-Abenteuer. Das machen wir mal auf der M-Box. Da läuft doch sowas gut. Auf PC auch, glaube ich. So. Obwohl, was denn hier? PC alle? Die Wu ist alle. Ein Zombie-Abenteuer auf der Wu? Ja, machen wir mal. So, das heißt dann, Klaus, ne? Zombie-Klaus, ist klar, ne? Großes Spiel machen wir natürlich draus. 3D-Grafik soll es natürlich schon haben.
wäre natürlich eine Idee, ne? Aber ich werde jetzt einfach mal ein paar Spiele raushauen. Nur damit ich mal ein bisschen Forschung generiere, damit die mal die dicken Sachen machen können, ne? So, das kann raus, das kann raus. Zombies Abenteuer Story und Quest muss natürlich volle Pulle hoch. So, Stories und Quests. Wer ist denn da wohl am besten? Der Parsons. Aber er macht natürlich nicht das. Obwohl an der Engine ist wahrscheinlich hier der Jefferson am besten mit den 804. Und Gameplay packen wir mal den Leroy hin. Story Quests. Hier haben wir natürlich das alles. Ne? Engine Mehrspieler-Modus will ich auch. Achso, das schließt sich gegenseitig aus. Klar. Okay. Gut, dann haut mal rein. So. Jetzt müsste ja Technologie relativ viel kommen eigentlich. Wenn ich ja jetzt am Anfang die Engine mache und ihn da auch zugewiesen habe bei der Engine. Ne, guck mal, jetzt haben wir hier gleich schon in der ersten Phase schon hier. Das geht schon gut ab. So, die sind auch schon doch spürbar schneller geworden, aber er muss noch wesentlich schneller werden hier. So, ja, wir nehmen natürlich mal das Dingens an hier, das Interview, ne, und wir haben uns auf die Dialoge konzentriert, damit das auch geil ist und stimmig. Ne, so, Zombie-Abenteuerspiel. So, Marketing. Wir fahren mal eine große Kampagne natürlich für dieses Spiel. Das muss ja auch gehypt werden vorher. Richtig krass eigentlich, ne? So. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Hier machen wir mal ein bisschen Minus. Künstliche Intelligenz macht natürlich mal... Er hier, ist er dann überlastet? Ja. Scheiße, das ist natürlich nicht so gut. Level Design mache ich mal. Die Dialoge kann man hier der Jesse Harmon übernehmen. Und wer hat denn noch viel Technik? 511, macht er das mal hier, so. Kevin Flynn, aber der hat auch nicht die krasseste Geschwindigkeit, glaube ich, ne? Ne, guck mal, jetzt hat er wieder einen Block da. Ah, mach das doch am PC! Dann kannst du das copy-pasten später, du Opfer. Mann. Erstmal einen Schluck trinken hier. Ne, auch mal einen Schluck Kaffee trinken. Ne, ich trinke keinen Kaffee, ich finde ihn ekelhaft. Ekelhaftst. Kann ich nicht trinken, sondern jetzt habe ich mit der Cola alles vollgeschlabbert. Aber erstmal wie eine Sau mit dem Ärmel aufwischen, ne? So, alles weg. Sonst klebt gleich der Tisch hier. Das ist natürlich scheiße. So, haut mal rein hier. Hype geht schon gut hoch. Aber die Punkte machen mir noch ein bisschen zu schaffen hier. Also 345. Wo kann ich den was rausnehmen? Grafik muss eigentlich Sound. Nehmen wir mal ein bisschen was raus. Stereoskopisches 3D packen wir mal hinzu. Virtuelles Wirtschaftssystem. Was auch immer das soll. Aber egal. Der ist hoffnungslos überlastet hier, der Kevin Fillen. Und dann macht mal er. So. Dann passt das doch, oder? Und ich lasse die gleich alle Speed trainieren. Das muss richtig abgehen. So, mal gucken, ob wir diesmal die 2-Millionen-Grenze schaffen hier am Sheepsoft-Stand. Ah, 1,85 Millionen. Ja, damit bin ich der Beste des Jahres. Natürlich wie immer, ne? So, komm, haut mal rein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt als Max hatte. Weiß ich gar nicht mehr. So, aber ich gebe ihm nochmal hier, wie gesagt, hier den Boost, ne? Den muss jetzt reinkloppen. Slaus, das Zombie-Abenteuer. So, ist viel Technologie drin. So, haut mal rein. Komm, beides 500 wäre schon nett bis dahin. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich muss auch noch mal gucken, dass ich vielleicht mal ein paar andere mehr auf Grafik trimme, weil ich habe ziemlich viele Technologen. So, haut halt mal alles raus und wenn ich da noch ein bisschen dran sitzen bleibe, dann schaffe ich das doch bestimmt, hier noch ein bisschen Technologie und Design reinzukriegen, oder? So, Technologie kriegen wir noch 500 und Design könnten wir auch noch schaffen. So, du gehst mal schon mal in den Urlaub und du auch, den Rest kriegen die Leute hier schon alleine hin. So, komm, die 500 will ich voll haben hier bei beiden. Zirk, hat er einen neuen Bug produziert. Komm, macht ihn raus. Haut mal rein, Freunde. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen weiter coden. Machen sie sogar. Nochmal zwei Bugs eingebaut. Okay, egal. Ich veröffentliche das jetzt. Oh, kein neuer Rekord. Wieso den Levelaufstieg? Ich kann ja gar nicht V4 erforschen eigentlich, ne? Ah doch, 3D-Grafik V4. Ja, krass. Okay, Forschung, 3D-Grafik V4. Dann machen wir jetzt mal direkt. Boah, dann kann ich die anderen aber nicht mehr trainieren lassen hier wirklich. Oh, was ist das denn? Oh, ziemlich schlecht. Ja, ist egal. Aber warum? Das macht wenig Spaß. Verstehe ich nicht. Spielebericht erstellen für Zlaus. Habe ich jetzt, verstehe ich jetzt echt nicht.
Trainieren. Was brauche ich denn mal? Ich brauche 30 Forschungspunkte für Geschwindigkeit, aber er kann auch 10 machen. So, üb du mal. So, du trainierst auch nochmal. Geschwindigkeit 5 Forschungspunkte, Geschwindigkeit 10. So. Haut mal rein hier. So, trainieren. Geschwindigkeit hat er eigentlich relativ hoch, ne? Kann ich besser ihn vielleicht trainieren lassen. Er hat Geschwindigkeit auch sehr hoch. Dann mache ich hier dann nochmal so einen Designkurs. Für ihn, ne? Also, muss ja. So, komm, jetzt holt nochmal 3 Pünktchen hier ran. Dann kann er nämlich auch noch was trainieren in der Zwischenzeit. Was macht er denn mal? Er macht mal Technologie natürlich, ne? Er ist ja hier der super geboostete. Technologie, er hat viel Technologie, er hat viel Design, er hat viel Design. Schade, dass man die nicht umbesetzen kann. Zombies und Abenteuer ist eine schlechte Kombination? Hä? Was ist das denn? Was? Stehe ich nicht. Warum ist das eine schlechte Kombination? Da macht ja erstmal gar keinen Sinn, ne? Also. Okay, gucken wir doch mal nach einer kleinen Auftragsarbeit hier. Die sollten wir schon schaffen mit 4 Leuten, ne? Haut mal rein. Aber dann schicke ich die jetzt erstmal noch nicht in den Urlaub. Weil ich will natürlich, dass er hier jetzt noch, dass die noch mal ein bisschen trainieren eigentlich. Aber ich bringe jetzt noch ein Action-Game raus und dann passt das schon. Ne, dann passt das. So, du gehst jetzt erstmal in den Urlaub. Und du gehst auch in den Urlaub. Und du gehst auch in den Urlaub. Und du gehst auch in den Urlaub. Und du trainierst mal hier noch für 10 irgendwie, Technologie nicht, doch, Technologie. Ne, Quatsch. Wo ist denn die Technologie? Das wird wahrscheinlich Technologie sein, ne? So. Okay, er ist gleich wieder da. Die sind gleich alle wieder da. Dann können wir ja mit einem neuen vielleicht mal einen Publisher-Vertrag suchen, ne? Mal wieder ein bisschen Kohle machen. Mal zur Abwechslung. Oder Auftragsarbeiten knüppeln. So, bis die anderen wieder da sind, werden jetzt Auftragsarbeiten geknüppelt, ihr Lappen. Na komm. Wir wundern uns, dass noch so viele verkauft werden, lol. Ja, das war wahrscheinlich nicht so gut, auch für meine Fans, so, ne? So, das machen wir mal hier. Der da unten hat noch ein bisschen Technologie bekommen gerade, habe ich so am Rande gesehen. Ja, hau rein. So, dale, okay. Ma. Da hat man auch nicht vorher, da man nicht einfach mehrere annehmen kann. Das wäre geil. Und ich hätte gerne mehr Mitarbeiter, damit ich hier richtig krass viel Energie irgendwo reinpumpen kann. So, suchen wir doch mal einen Publisher-Vertrag. Irgendein Thema, Strategie, Mindestbewertung 4. Ja, machen wir doch mal. Thema wählen. Machen wir mal Militärstrategie. Ist auch gut, ne? Für alle. Militärstrategie. Am PC ist das auch immer beliebt, ne? Und an der Playsee machen wir das auch mal. So, das ist dann nämlich, Commander, Klaus. Ja, das ist der erste Teil. Und dann mache ich mal meine neue Engine, obwohl ich könnte natürlich auch meine neue Engine mit Grafik V4 coden, ne? So mache ich das auch. Neue Engine erstellen. 3D-Grafik V4. Haben wir noch irgendwas Neues? Cloud-Spielstände, kooperatives Spielen, verbesserte Körpersprache. Okay, Spiele-Engine erstellen. 990 Punkte müssen die jetzt mal eben durchackern. Aber guck mal hier, da gehen die Technologen richtig ab, Junge. Also, das geht schon steil hier. Machen sie schon relativ zügig, die neue Engine. Bam, 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 bam. Und dafür kriege ich aber auch ziemlich viel Forschung, sehe ich gerade. Ne? Ich könnte natürlich auch immer Engines coden. Ganz viele. Und die schade, dass das hierbei nicht geht. Bei manchen von diesen Spielen geht das ja, dass man seine Engines verkaufen kann. So, großer Messestand. Oh, jetzt zählt er gleich wieder hoch, ey. Ich wollte gerade mal gucken, weil ich habe gerade irgendwie gedacht, da hätte kurz Marketing gestanden. Ich wüsste zwar nicht, was ich hätte bewerben sollen, aber wäre auch egal. So, Spiele-Engine 6, dann werden wir doch jetzt mal einen Publisher-Vertrag finden. Irgendein Thema Strategie, irgendein Thema Action. Ja, das machen wir doch mal. Das ist dann Lieutenant Klaus 4, ne? Großes Spiel. Ach, kann ich nur Mittel machen, okay. Kann ich nichts für, Militär-Action. Und, Action und Simulation. Aber Action geht hier drauf auch. So, dann machen wir mal in der neuen Engine. Grafik V4. Soll ich ein textbasiertes Spiel rausbringen für den Publisher? Ich glaube, das finden die ziemlich scheiße, wenn ich das mache, ne? Hätte ich eigentlich mal machen können. Nur so, um die mal zu foppen, so ein bisschen. So, Militär muss natürlich krass sein. Gameplay muss krass sein. Das kann ein bisschen runter.
Die Engine, da muss unser Cheftechnologe dran, Jonah Jefferson, den haben wir da schon. Beim Gameplay brauchen wir noch jemanden, der macht mal Parsons und Stories und Quests macht mal der Kevin Film. So, kann ich hier jetzt noch irgendwas wählen? Online-Spiel, Cloud-Spielstände. Kooperatives Spielen ist natürlich wichtig für so ein Spiel, ne? Man will ja ein Action-Spiel nicht nur alleine spielen. Ne, Just Cause 3? Sorry, musste ich jetzt einfach mal sagen. Okay, mal gucken, wie viel wir dieses Jahr schaffen. Komm, hier, 2 Millionen hätte ich gerne. Ah, 1,90, so eine verfickte Scheiße. Ah, na gut, war aber trotzdem der Beste des Jahres. Ne, ist schon mal gut. Boah, Technologie geht aber brutal viel rein. So, jetzt kommt Gameplay. Immer noch mehr Technologie. Ich merke schon, ich muss meine Grafiker aber immer ein bisschen schulen. Oder ich habe so viele Technologen. Müsste ich mal einen rausschmeißen und mal gucken, wer da... Warte mal, der hat Design, Design, Technologie, Technologie, Design, obwohl ist eigentlich ganz gut. Ich habe 3 von jedem so. Okay, hau mal rein hier. So, da können wir nichts mehr verändern. Dialoge, da können wir bessere Dialoge noch rausnehmen. Aber Synchronsprecher hätte ich trotzdem gerne. Künstliche Intelligenz, das macht am besten unser Chef Cody. So, Level Design mache ich mal. Und die Dialoge, wo eh nichts drin ist, ne, die macht jemand anders. So, Synchronsprecher braucht man natürlich, ist geil, ne? Ach, guck mal, jetzt geht's auch nochmal richtig ab mit Grafik. Und ich habe jetzt schon, ja, 300 gleich bei der Hälfte in Technologie. Das könnte ziemlich krass werden. Aber irgendwie bei Technologie kriegen sie alle wesentlich mehr dazu. Obwohl der Jonah Jefferson doch... Ach nee, der ist Technologe. Ich muss die alle noch ein bisschen schulen, aber ich habe ja jetzt auch gut Forschung gemacht mit den letzten beiden Spielen und der Engine und so. Hier kann ein bisschen runter. Haben wir hier noch was? Nein, das können wir alles so lassen, hoffe ich mal. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts doof stehen lassen, aber sah ja ganz okay aus. Okay, guck mal hier, Technologie richtig krass. Das wird ein neuer Rekord, glaube ich, wenn ich da jetzt, da komme ich über 600, ey, boah. Boah, ich schwöre, boah, ne? Also geht richtig ab. So, 500 bei Design haben wir schon mal. Fertigstellen mit 140 Bucks, soll ich? Nur um die Gamer-Gemeinde zu trollen? Nee, nee. So, haut mal rein. Komm, ein bisschen Design können wir ruhig noch dazu packen. Komm. Komm, mach. Wäre schön. Komm. Hier, ja, jetzt noch Design. Komm. So, boah, 716 Technologie, Alter. So, veröffentlichen wir mal und gucken mal, was da jetzt Geiles bei rauskommt. 727, neuer Rekord. So, Jonah Jefferson ist auch aufgestiegen, das ist schön. Jetzt kriegt er 10.000 mehr. Selbstlernende KI, Alter. Krass. Aber ich würde sagen, ich lasse ihn jetzt noch einen Spielebericht machen hier gleich mal. So, da wird doch jetzt eine 10, ne? Bazinga, jeder liebt es. Muss man haben. Und durch den Publisher kriegt es richtig viel Asche dafür, hoffentlich. Oh, keine perfekte 10. Na gut, aber kann man nichts machen, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.